Victime Pascali laudes immolen Christiani. Agnus redemit oves, Christus innocens patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid filisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgenti. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galileam. Simus Christum surrexisse, amor tuis vere, tu nobis victorex miserere. In jener Zeit, am ersten Tag der Woche, kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin. Aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, was wir hier hören in diesen österlichen Texten, ob wir ins Evangelium hineinhören oder in die Sequenz vor dem Evangelium, all das zeugt von einem einzigen Hin- und Herlaufen, von einem regelrechten Wettlauf und von einer Auseinandersetzung, die letztlich unsere Auseinandersetzung ist und unser Wettlauf. Man läuft hin zum Tod. Maria von Magdala, sie sucht den Toten. Sie sucht das Grab auf. Es ist leer. Was ist geschehen? Der Tote ist woanders. Sie läuft zu den Jüngern. Auch sie beginnen zu laufen. Wettlauf zum Tod. Eine große Auseinandersetzung haben wir gehört, ein Duell, so wie die Sequenz es uns in diesem mittelalterlichen Text sagt. Tod und Leben ringen in einem Zweikampf. Wer gewinnt? Wir könnten das möglicherweise aus unseren eigenen schmerzlichen Erfahrungen sehr schnell beantworten. Wir sind versucht zu sagen, natürlich gewinnt immer der Tod. Wer entkommt ihm denn? Jeden Tag, den wir neu aufstehen und den Fuß aus dem Bett heben, ist ein Wettlauf zum Tod.
Früher oder später kriegt er uns. Deshalb das, was an Ostern geschieht, was wir als Christen an Ostern feiern, das nannten die Kirchenväter eine List Gottes. Der Tod wird mit sich selber überlistet. Er wird ausgetrickst, so würden wir das heute sagen. Wie geschieht das? Dieser Wettlauf und diese lächelnde Fratze des Todes, sie wird überlistet. Indem Gott selber in Jesus Christus als der ganz Reine, als der einzige Mensch, der den Tod nicht verdient hat, ihn aber auf sich nimmt, sozusagen in dieses Totenreich hineingeschleust wird. Dieser Tod muss von innen her nicht nur verstanden werden, sondern überwunden werden. Nicht von außen, von innen. Deshalb diese ganzen Texte, die wir in den Tagzeiten, in den letzten Tagen gesprochen und gesungen haben. Diese Erschütterung des Hades, wie es da heißt, die Erschütterung der Unterwelt. Er erschrickt. Wen habe ich hier reingelassen? Derjenige, der von innen versteht, das Tor zu öffnen. Deshalb die Osterikone, gehen Sie ruhig nach vorne im Chorraum, dort steht sie. Christus steht auf den gekreuzten Balken über der Unterwelt und zieht stellvertretend für die ganze Menschheit, Adam und Eva, aus der Verwesung, aus dem Hades, aus diesem dreckigen, dunklen Loch heraus. Und mit ihnen auch uns. Der Tod ist ausgetrickst. Er hat ausgedient, er ist überlistet. Deshalb ist es so wichtig für uns, liebe Schwestern und Brüder, die wir getauft sind, dass wir das nicht nur wissen, sondern dass wir versuchen, daraus zu leben. Es gibt eine Unausweichlichkeit des Todes. Genauso wie Petrus und Johannes zum Grab laufen und wissen, sie laufen zu einem Grab. Sie laufen nicht zum Osterfrühstück. Sie laufen nicht zu einem netten Happening oder einer nächsten Sitzung. Sie laufen dem entgegen, was sie schmerzlich erfahren mussten. Ihr eigenes Versagen, ihren Unglauben, ihren Meister im Stich zu lassen und dass er jetzt tot ist, vermeintlich tot ist, aber wirklich auch tot war. Aber dann merken sie, Gott hat hier etwas gewirkt, das neu ist. Sie können es anfangs nicht glauben, sie brauchen ihre Zeit. Wir hören das in den österlichen Texten, die so grundehrlich sind, dass wir davon wirklich lernen müssten. Das ist keine Verschönerungstheorie, die uns in den Evangelien begegnet. Gestern im Markus-Evangelium, wenn die Frauen die Botschaft am leeren Grab hören, fliehen sie. Sie trauen sich gar nicht, irgendjemand davon zu erzählen. Sie haben Angst. Was ist das für eine merkwürdige Geschichte, die wir da hören? Und geht es uns heute anders? Haben wir nicht auch manchmal Sorge und Bange, auch nur jemandem frohe Ostern zu wünschen? Wenn Osterfest über ein österliches Brunch heute Morgen etwa hinausginge? Und wirklich zu sagen, der Tod ist ausgetrickst, aber du musst diesem Jesus nachgehen, du musst ihm nachlaufen. Denn dann läufst du nicht dem Tod entgegen, sondern du läufst dem Leben nach. Du gehst in einer Lebensspur, die dich dorthin führt, wo Leben wirklich gelingt. Nicht am Leid, nicht am Kreuz vorbei, aber direkt zum Leben. Dem nach, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Dass dieser Wettlauf zum Tod der beiden Jünger, der Maria von Magdala, ein Lauf zum Leben wurde, das mussten sie zuerst langsam, allmählich verstehen, entdecken und in der Begegnung mit dem Auferstandenen erfahren. Und uns, liebe Schwestern und Brüder, wie sollte es uns heute anders gehen? Auch wir sind eingeladen, dass wir diese Begegnung haben. Nun werden Sie fragen, ja, das war ganz schön. Ich würde auch mal gern, wenn ich zum Friedhof gehe, den Auferstandenen treffen.
Der Auferstandene hat es so eingerichtet, dass man ihm in der Gemeinschaft derer begegnet, die glauben. Ich weiß, das ist nicht sehr zeitgemäß, wenn wir das sagen, dass wir ihm in der Kirche begegnen. Aber die Kirche, bei allem Drum und Dran, bei allem Dreck und Speck, der sie immer umgibt, weil sie eine durchwachsene Geschichte ist, ist sie doch auch der Leib, der reine Leib des Auferstandenen. Wenn wir jetzt Eucharistie feiern, dann ist es die Gemeinschaft des Auferstandenen, die wir begehen und an der wir teilhaben. Und wir sollten manchmal etwas von uns selber ablassen, von dem, was uns umtreibt und das wir uns ganz furchtbar wichtig nehmen, mit unserer Sorge, wie die Frauen, die zum Grab gehen. Wer wälzt uns den schweren Stein weg? Das ist eine wirkliche Sorge. Das sind Riesentrümmer, wenn man die sieht, bei diesen herodianischen Rollgräbern. Das kann man ohne dicken Balken, den man mit Hebel ansetzt, gar nicht bewerkstelligen. Und so sind unsere Probleme manchmal auch, unsere Fragen, unsere Zweifel, unbeweglich, erscheinen riesengroß. Aber vielleicht sollten wir uns angewöhnen, einmal diese Sorge beiseite zu lassen und mehr auf sein Wort zu hören, um zu sehen, dass mancher Stein dann weg ist, dass sich der Weg zum Leben wirklich öffnet, weil er wahrhaft auferstanden ist. Damit und daraus können wir wirklich leben, nicht nur bis zum Tod, sondern darüber hinaus.